Gott. Es soll um meine Lipgloss-Sammlung gehen. Ich habe aber diese Liquid Lipsticks da jetzt auch rein dran, weil ich sonst nicht weiß, in welchem Video ich die unterbringen soll. Und am besten fangen wir auch gleich mal an. Vielleicht kann ich mich auch ein bisschen vor was drehen. Vielleicht? Zumindest kann man es ja versuchen. Also ich werde euch die Sammlung zeigen und versuchen, mich von was zu trennen. So, machen wir es mal so. Warum zum Teufel ist ein Radiergummi drin? Das weiß wahrscheinlich niemand. So, als allererster will ich euch den MAC Liquid Lipstick zeigen. Das ist der Dance With Me. Den habe ich ja einer Freundin abgekauft. Ja. Der sieht so aus. Den mag ich auch schon von der Farbe her. Das Problem ist, dass der nicht so lange hält. Das ist echt ein Problem, dass der wirklich nicht lange hält. Wenn ich nicht vergesse, kann ich euch da ein Foto einblenden, wo ich ihn oben hatte. Ich hoffe, ich vergesse nicht. Ja, aber man weiß nicht, ob ich es jetzt vergesse oder nicht. Dann habe ich hier zwei BB Lipgloss von Essence. Die mochte ich ja früher so, so gerne. Ja. Dann habe ich, den werde ich schon mal auf die Seite legen zum Aussortieren, oder doch nicht? Oh ja, ich glaube schon. Was mache ich mit dem? Das ist ein Art Deco Lipgloss. Habe ich sicher irgendwann mal zu Ostern, Weihnachten oder so gekriegt. Werde ich ausmisten, gebe ich auf die Seite. Dann habe ich zwei Kat von D Liquid Lipsticks. Einmal den Lovesick. Der sieht so aus. Den hatte ich auch schon mal oben. Kann ich euch vielleicht auch ein Foto einblenden? Den hatte ich nämlich auf dem Little Mix Konzert oben. Ja, und dann habe ich noch den hier. Das ist der, ja, okay, schön. So heißt der. Der ist richtig knallig lila. In der Kamera kommt er überhaupt nicht rüber, aber der ist wirklich ganz, ganz knallig. Habe ich bis jetzt noch nicht so oft tragen, weil mir die zu schade sind, die zu benutzen. Doof, aber was will man machen? Ja. Und dann mein L'Oreal Lipgloss, den ich ja so gern mag, aber wo ich glaubt habe, ich kriege davon Mundecken. Deswegen traue ich mich, ihn nicht mehr zu benutzen. Ich mag den ja so gern, aber ich traue mich nicht mehr, den zu verwenden. Ja, das werde ich auch aussortieren. Das ist eine ganz geschlossene Lippenpalette. Ist die noch ganz zu? Jetzt nicht mehr. Sie war noch ganz zu. Das ist eine Lippenpalette. Könnt ihr das sehen? Von L'Oreal. Ich fange damit nichts an, ich benutze sowas nicht. Also werde ich es verschenken. Mal schauen, wer es will. Oder ich verlose es. Wenn ich weiß, es ist jetzt offen gewesen, aber vielleicht wollt ihr ja auch, dass ich es verlose. Könnt ihr mir ja gern schreiben. Dann habe ich ein Clinique Lipgloss, da habe ich noch mehrere drin rumfliegen. Den habe ich mal von einer Freundin gekriegt, den habe ich kaum verwendet. Das ist so ganz dunkles Lila. Ja. Ganz, ganz dunkles Lila. Ein NYX Soft Matte Lip Cream. Eine Soft Matte Lip Cream. So sieht die aus. Habe ich noch nie benutzt. Dann habe ich hier einen Essence Lip Gloss. Den mag ich sehr, sehr gern. Den habe ich noch irgendwo da heraus. Seht ihr gleich. Einmal hier. Der ist noch komplett geschlossen. Und dann habe ich hier noch zwei Lip Gloss von Essence, die ich ja mir gekauft habe in dem Sale. Die gebe ich nicht her, weil die will ich bald benutzen. Das werdet ihr jetzt sicher oft hören. Aber die gebe ich nicht her. Dann wieder zwei Beauty Balm. Ich glaube, einen von den beiden habe ich schon länger oder habe ich beide schon länger. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, aber die mochte ich ja so gerne. Also da bin ich echt traurig, dass die rausgegangen sind. Das ist ein Lip Paint von Sleek. Oh, die Farbe kommt überhaupt nicht raus. Das ist auch so knallig eigentlich. Ich weiß gar nicht, ob ich das nicht weggeben soll, weil ich benutze es nicht. Ich glaube, ich werde es weggeben. Ich benutze es eh nicht, also kann man es ruhig weggeben. Dann habe ich hier noch eine Soft Matte Lip Cream, habe ich auch noch nie benutzt. Habt ihr hier. Und dann habe ich gleich einen Manhattan Lip Gloss in Watermelon. Hier. Ja, ein Minnie Mouse Lip Gloss, den habe ich mal geschenkt bekommen. Ich glaube, ich werde den aber meiner Nichte schenken. Oder ist der eh schon kippt? Ich glaube, der ist schon kippt, oder? Na, man riecht gar nichts. Ich glaube, ich werde ihn aber meinen... Oder soll ich ihn noch behalten? Ich werde ihn noch behalten.
Mal gucken, ob ich ihn vielleicht irgendwann mal verwende. Ich glaube aber eh nicht. Dann habe ich einen Catrice Lipgloss. Pff, diesen Lip Smoother, was ich alles habe. Kann mich gar nicht erinnern dran. Habe ich auch noch nie aufgemacht. Das nimmt kein Ende. Dann habe ich noch einen Deko Lipgloss. Den werde ich aber auch weggeben. Ich sehe gerade, der hat sich so ein bisschen geteilt. Da werde ich ihn gleich entsorgen. Den mag ich nämlich überhaupt nicht. Den habe ich mal zu Weihnachten gekriegt. Den mag ich gar nicht. Also den werde ich da auf die Seite legen, weil den werde ich entsorgen. Und dann habe ich einen Essenz-Lipgloss. So ein Glitzerflitzer. Ich überlege, ob ich die verschenken soll. Weil ich benutze die eh nicht. Flirt Spring heißt der. Soll ich den hergeben? Ich bin mir nicht sicher, weil ich habe dann noch so einen pinken, den ich auch nur einmal oder so verwendet habe. Den habe ich mir damals unbedingt einbildet. Könnt ihr euch noch erinnern? Das ist dieser XXL-Schein gewesen. Habe ich mir ja auch unbedingt einbildet damals. Bei dem bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, ich behalte ihn noch. Oder soll ich ihn hergeben? Ich weiß es nicht. Verflucht nochmal. Ih, der schaut auch nicht mehr so yummy aus. Also bei dem bin ich mir noch unsicher. Der schaut auch nicht mehr so geschmackig aus, der Lipgloss da. Das ist einer von Makeup Factory. Ich glaube, ich werde den entsorgen. Den habe ich leider geschenkt bekommen. Ich fand die Farbe wohl schön. Aber er riecht gekippt. Ich weiß nicht, also das würde ich mir nicht mehr auf die Lippen schmieren. Der riecht gar nicht mehr gut. Also ich glaube, das entsorge ich lieber auch. Ja. Dann habe ich noch einen BB Lipgloss von Essence. Wisst ihr, dass ich die liebe? Oh, okay. Sehr schön. Das ist eine Matte Lip Cream von Sleek. Also matt. Old Hollywood ist das. Den habe ich auch irgendwann einmal gekriegt. Den werde ich aber noch behalten. Noch. Mal schauen, wie lange. Ich habe so viel Rot, ich sollte das eigentlich... Nein, ich werde den, glaube ich, auch weggeben. Ich habe so viele Freundinnen, die mögen rote Lippenstifte, vielleicht verschenke ich den. Ich habe ja eh den von MAC und... Oder soll ich den behalten? Nee, ich behalte den noch. Das fängt ja gut an. Dann habe ich hier ein paar teure. Einmal einen von Lancôme. Sollte ich mal verwenden. Das ist dieser Melon. Den habe ich mir mal ganz, ganz günstig in Tschechien gekauft. Was ich alles verwenden soll. Drei von... Clinique, einmal den Love Pop. Der sieht so aus. Den habe ich mir mal damals mit meinem Geburtstagsgutschein gekauft. Das ist er weg. Ach Gott, so viel dazu. Dann habe ich hier den Coco Pop. Der sieht so aus. Das ist eher so ein rosa Nude. Eher auch was mein Ding eher ist. Mein Ding, wie das klingt. Und dann habe ich noch die Farbe Go-Go Pop. Das ist so ein Pink, der ist geil. Der ist echt geil. War noch nie offen. Ja, noch so ein Watermelon Lipgloss von Manhattan. Ganz, 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 ganz alte MAC Lipgloss, die ich nicht hergeben will. Ein Zwecksammlungsding. Da war Dreck drin. Ja. Oh, jetzt juckt mich. Und dann noch ein Essence Lipgloss. Ein ganz, ganz geschlossener Yves Rocher. Ja, das habe ich mal bei einer Weihnachtsbestellung dazu gekriegt. Und dann noch eine Soft Matte Lip Cream von NYX, die ich auch noch nie verwendet habe. Leute, wir sind aber noch nicht fertig, weil ich habe da auf der Seite noch ein paar Lipgloss rumliegen. Zwei habe ich noch von Manhattan. Das sind... Die beiden hier. Einmal Mango und einmal Schoko, glaube ich. Bin mir aber nicht sicher, ob ich die noch vertrage. Ich meine, mit der Duft, ich mag den Duft voll gerne, besonders den Mango mag ich voll gern, aber ich glaube nicht, dass ich die noch vertrage. Boah, der Mango erinnert mich an lustige Zeiten. Ja. Und dann habe ich noch einen Shiseido, den habe ich mal in irgendeiner Douglas-Box oder so drin gehabt. Kann das sein? Könnte gut möglich sein. Der sieht so aus. Machen wir mal wieder zu. Habe ich einen von Dior. Der was voll klebrig ist. Fragt es mich nicht. Wieso? Ja, das ist so ein transparenter. Den habe ich auch vor kurzem in irgendeinem Video oben gehabt. Aber der, den will ich irgendwie bald aufbrauchen oder so. Weil der schaut so eklig aus da oben.
jetzt nicht mehr so. Ja, den möchte ich, vielleicht gebe ich den auf die Seite in die Handtasche oder so, damit ich ihn aufbrauchen kann, weil ich habe jetzt einen anderen, mit dem war ich jetzt nicht so zufrieden, den habe ich, das kann ich euch jetzt gar nicht zeigen. Ich habe von Benefit noch einen, das ist der Coralissa Lipgloss und ich habe den, wie heißt denn der, der ist braun, ich weiß jetzt nicht wie er heißt, aber den habe ich auch in klein, habt ihr mal in irgendeinem anderen Video sicher schon gesehen, den habe ich auch. Die sollte ich endlich mal verwenden, die sind eh klein, würde ich eh schnell aufbrauchen, glaube ich. Und dann nochmal die zweite Lip Cream von Essence, die ist auch schon offen gewesen. Das Problem ist, dass die bei mir auf den Lippen nicht hält und dann nach einer Zeit meine Lippen austrocknet. Sonst mag ich den eigentlich sehr gerne. Dann habe ich noch einen Lipgloss von Lancôme. Die finde ich auch voll geil. Ich glaube, die gibt es gar nicht mehr. Die muss man da, da muss man da vorne drauf drücken und dann geht's auf. Ich glaube, die gibt es nicht mehr, oder? Ich bin mir nicht sicher. Den sollte ich auch mal verwenden, sonst wird er mir kaputt. Und das will ich nicht, dass der kaputt wird. So. Ja, ich schlichte die da wieder rein, weil die stehen da bei meinem neu geordneten Schminktisch ganz oben. So, das sind nämlich die, die ich bald benutzen will, deswegen zeige ich euch die einzeln. Dann habe ich hier noch ein Essence. So sieht er aus. Ich überlege, ob ich den weggeben soll. Candy Kiss. Ich werde das eh nicht verwenden. Dann könnte ich aber den anderen auch weggeben. Ich bin mir bei den beiden bin ich mir noch nicht sicher, ob ich die behalten werde oder weggeben werde. Die waren nämlich bei dem Duftset damals dabei, beide. Könnt ihr euch das noch erinnern mit diesen ganz kleinen Düften von Essence? Da waren die beiden dabei. Deswegen heißt einer Candy Kiss und einer Flirty Spring. Weil es eben die Sets so geheißen haben, glaube ich. Ich weiß nicht. Das Positive ist, sie sind noch beide komplett geschlossen, also das ist das Positive dran. Dann habe ich noch so einen Lip Candy Lipgloss, wo ihr den anderen, den lilanen gesehen habt. Ich mag solche Farben von Lipglossen. Ich tue die dann so gerne über diese Nude Lippenstifte drüber. Dann habe ich einen von MAC. Der riecht aber noch ganz normal. Obwohl der schon so alt ist. Da ist auch nicht mehr viel drin, wie ihr sehen könnt. Den habe ich mal geschenkt bekommen. Das ist ein Desert Glass in Funtabulous, wenn man ihn so ausspricht. Das war ein PR-Sample. Den habe ich geschenkt bekommen von einer Freundin. Ja. Und dann habe ich noch einen von Essence. Den werde ich aber, glaube ich, weggeben. Das war aus dieser Justin Bieber-Kollektion. Aber der Duft ist geil. So viel zu, ich werde ihn weggeben. Wieso sind die so eklig? Kann man das jemand erklären? Die sind voll ekelhaft von der, also so klebrig, obwohl die eh nur draußen stehen gerade. Ja. Ah, ich weiß schon, warum da das Sticker oben war. So sieht er aus. Oh, falsch rum. Sorry. So sieht er aus. Ich werde ihn, glaube ich, behalten wegen dem Duft. Aber dann muss ich mal wirklich radikal Lipgloss benutzen. Wenn ich sie schon nicht aussortieren will. Dann, den habe ich öfter in Videos getragen. Das ist ein Lipgloss von MAC, ein Plush Gloss. Und zwar in Pretty Please. Den mag ich auch sehr, sehr gern. Den habe ich sehr oft schon oben gehabt. Sehr, sehr oft. Dann habe ich noch ein Lipgloss von der Marilyn Monroe Kollektion. Ja, ich finde den ganz okay, aber... Ja, Pfiff heißt der, glaube ich. Ja, ein Desert Glass ist das. Den mag ich ja leider nicht so gern. Dann habe ich noch einen ganz alten braunen von MAC. Sieht so aus. Der ist aber auch noch in Ordnung. Ja, also die halten voll lange. Man kann die voll lange verwenden. Hoffe ich zumindest. Und dann habe ich noch einen von Essence. Apple Pie. Ja. Ich schaue gerade. Das war's. Ja, Gott sei Dank. Ich weiß, es sind so viele. Ich habe jetzt eh, Gott sei Dank, mir ist gerade runtergeflogen. Also 1, 2, 3, 4, 5 habe ich ausgemistet. 2 werde ich wegschmeißen und die anderen 3 kommen in die Lade da rein, wo ich immer die Sachen sammle fürs Aussortieren. Ich habe mich von ein paar getrennt, ihr könnt stolz auf mich sein. Ja, beim nächsten Mal gucke ich nochmal durch, ob ich die wirklich benutze oder nicht. Die meisten sind ja Gott sei Dank noch zu, also komplett geschlossen, deswegen behalte ich die meisten auch. Ja,
Das war's. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen, obwohl es ein bisschen chaotisch jetzt war. Ihr könnt mir ja mal gerne sagen, ob ihr noch Lipgloss-Träger seid. Ich mag, wenn dann nur noch solche Matt-Lip-Creams, also sowas wie Essence. Aber Lipgloss eher früher schon. Früher wirklich. Ich werde vielleicht nochmal dann versuchen. Ich schaue jetzt mal, wie ich mich tue beim Benutzen und beim Aufbrauchen. Weil einen habe ich aufgebraucht, einen von MAC. Den kann ich euch kurz zeigen. Der ist da genau beim Aufgebrauchtzeug, halt den hier. Ich kriege den auch kaum noch auf. Der ist leer. Also ich empfinde ihn als leer. Es kommt noch was raus, aber ich habe den jetzt schon so lange in Verwendung. Und der ist schon so alt, deswegen ist er für mich aufgebraucht. Weil wenn ich ihn auf den Lippen, erstens mal passiert das hier, seht ihr das? Der Stöpsel ist schon abgebrochen. Und auf den Lippen kommt dann nicht mehr so viel Farbe raus, finde ich. Und ich habe den schon so lange. Ja, jetzt seht ihr es gut. Also da kommt nicht mehr, naja, es kommt schon noch viel Farbe raus. Aber es ist halt sehr, sehr alt. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, zählst du ihn als aufgebraucht? Obwohl, es kommt noch viel raus. Das hasse ich, wenn man das an dem Lipgloss nicht so gut sieht. Ein bisschen, aber ganz, ganz... Oh ja, man sieht's. Seht ihr das? Jetzt weiß ich nicht, ob ich ihn jetzt ausmisten soll oder nicht. Verflucht nochmal. Wo schmier ich denn den hin? Ich habe gehofft, dass er jetzt endlich leer wird. Aber das Benutzen ist halt schon echt anstrengend, weil ihr ja gesehen habt, er zerlegt sich. Ich überlege es mir jetzt noch, ob ich ihn jetzt doch noch ein bisschen benutze oder nicht. Das nervt mich. Das nervt mich extrem. Ich habe ihn extrem aufgebraucht gehabt. Ja, okay. Also den könnt ihr noch zu meiner Sammlung zählen. Er ist nämlich nicht ganz aufgebraucht. Also es dauert eine Weile. Wenn ich ihn schichte, dann sieht es schon noch sehr voll aus. Außer wenn ich eine Schicht mache, dann sieht man, dass es nicht so voll ist. Aber Scheibenkleister drauf. Ich werde ihn nochmal in meine Handtasche geben und werde es nochmal versuchen, ihn leer zu machen. Weil mir so fad im Kopf ist. Ja, ihr könnt mir gerne mal schreiben, ob ihr Lipgloss mögt. Ich werde nochmal durchgucken. Vielleicht sortiere ich doch noch welche aus. Und wir sehen sich dann im nächsten Video. Ich hoffe, das Video ist jetzt kein Chaos-Video geworden, aber ich hoffe, ihr habt jetzt ein bisschen meine Sammlung gesehen und ich hoffe, dass ihr jetzt noch ein paar aussortiert. Das seht ihr dann im ausgemistet Video, falls noch was wegkommt. Und wir sehen sich dann im nächsten Video wieder. Bye!